Es gibt unglaublich tolle Genüsse, die man sich täglich gönnt. Und dazu gehört natürlich auch eine tolle Flasche Wein oder auch mal ein ganz toller Rum, den es jetzt hier gibt. Und wir melden uns heute wieder mal aus St. Louis vom Globus in St. Louis. Und hier ist der Oliver. Hallo Oliver. Ja, hallo Sven. Und hier ist die Rita. Hallo Rita. Ja, hallo Sven. Ich grüße dich herzlich. Und hier ist der Aziz. Hallo. Hallo Sven. Genau. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ja, ist genau richtig. Okay, super. Du bist Weinfachmann, richtig? Genau. Wenn du mir mal ganz kurz sagst, was ein Weinfachmann ist, was er kann, was er tut. Was er kann, was er tut. Also wir beraten die Kunden so nach ihrem Geschmack, nach ihren Forderungen sozusagen, was sie Vorstellungen haben für Weine, zu was für einem Essen, zu was für einer Gelegenheit. Genau, und da gibt es natürlich ganz, ganz tolle Fragen. Die habt ihr mittlerweile in einem System zusammengefasst. Es gibt sogar einen elektronischen Helfer, den wir gleich kennenlernen werden. Ja, wir haben ab jetzt genau zwischen 7 und 8 Minuten Zeit und werden mal eure tolle neue Abteilung kennenlernen. Ja? Kommen denn, was sind denn da so für Fragen, die Leute stellen? Zum Fischessen zum Beispiel einen schönen Weißwein. Okay. Oder zum Braten. Okay. Möchten Sie mal einen guten Rotwein haben? Klasse. Oliver, du bist relativ stolz auf deine neue Rum-Abteilung. Ja? Die, Rum ist schwer im Kommen, oder? Also Rum ist erstmal schwer im Kommen, das ist mal das eine. Und ich bin nicht nur stolz auf den Rum, sondern ich bin erstmal stolz auf die Kollegen, die ich hier mitgebracht habe zur Unterstützung, weil diesmal bin ich ja nicht alleine, sondern habe schöne Unterstützung mitgebracht, die sich hervorragend hier auskennen, das ist mal das eine. Und ich bin natürlich auch stolz auf die Abteilung, weil sie hat unwahrscheinlich große Ausprägung, viele Weine, 1500 Weine, die wir hier am Start haben. 1500 verschiedene Weine, die wir hier haben und das ist natürlich eine Riesenauswahl. Wir können ja gleich mal so ein bisschen rumgehen, gerne, schauen uns mal gerne mal an. Ne? So, hier sind wir im Bereich Spirituosen. Ich zeige es mal gerade von ein bisschen weiter weg, dass man mal die Auswahl sieht. Es gibt jetzt Schilder, die das Ganze sehr, sehr einfach und sichtbar machen. Hier steht immer was dabei. Champagner, Cremant, französischer Sekt. Es ist unglaublich groß, die Abteilung. Also sie erscheint mir also so mal ebenso als Weinabteilung in einem, in Anführungsstrichen, Supermarkt. Wahnsinnig groß, oder? Ja, das ist richtig. Wir haben über 500 Quadratmeter hier und da kann man natürlich ein bisschen Sortiment zeigen. Das ist auch unsere Stärke. Wir wollen Auswahl zeigen und wir wollen natürlich eine tolle Beratung machen. Und dafür haben wir, wie gesagt, auch zertifizierte Mitarbeiter, die sich hier haben ausbilden lassen, wie zum Beispiel die Frau Welsch. Super. Womit fangen wir an, Rita? Ja, sollen wir zum Wein gehen? Ja, Wein ist super. Wein, fangen wir an. Ja, dann gehen wir zum Wein. Ne? Wir gehen jetzt mal zum Wein und es gibt ein ganz tolles elektronisches Hilfssystem, das werden wir gleich mal sehen. Das hat sogar alle Regale einprogrammiert. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier in unserem Rotweinregal, französische Rotweine, die nach den Gebieten schön unterteilt sind, sodass man sich ein bisschen schneller zurechtfindet, wie Rhône, Bordeaux, Languedoc, Corbière, Burgund, sodass der Kunde auch allein mal ein bisschen klarkommt damit. Du bist grundsätzlich zufrieden über die Weinauswahl hier? Ja, ja, bin ich. Ich sag mal so, es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt, oder? Das stimmt, das stimmt. Ich zeig das mal gerade hier Bordeaux. Ihr habt ein ganz, ganz tolles System, habt ihr hier. Ich zeig das mal ganz kurz. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, ist der jetzt, meine Frau sagt immer ja, einen etwas lieblicheren, etwas süßeren. Ihr genau. Ihr habt so einen ganz kleinen... ich sag mal, ein System entwickelt, wie man die Süße sehen ganz kann. Genau, man sieht also anhand der Preisschilder ist eine schöne Skala aufgezeigt, woran man sehr schön erkennen kann, ob dieser Wein eine Restsüße hat, also ob er nun trocken ist oder halbtrocken oder sogar richtig süß, lieblich. Und das kann man hier drauf sehr schön erkennen. Genau, das heißt, ihr habt euch die Mühe gemacht, bei der Anlage bei jedem Wein zu sagen, okay, das hier ist jetzt, was ist das links, eine Ziege oder ein Rind? Das ist eine Ziege. Genau, das ist eine Ziege, ja, Käse und Wurst. Wurst, genau. Genau, und Wurst daneben. Da ist jetzt Hühnchen, Fisch. Ja, Fisch, ist daneben, Salate. Ja. Das ist jetzt ein Trockener, nehme ich an, oder? Das ist Trockene, das sind fast alles Trockene jetzt hier. Der Kräftige, was heißt das? Der hat Bums, oder? Ja, ganz genau so. Der hat auch einen langen Nachhall am Gaumen und das ist dann halt eben, ja, das sollte zu kräftigen Gerichten getrunken werden. Genau, ihr habt auch eine ganz tolle Theke hier. Hier kann man den einen oder anderen Wein probieren, alle Weine. Aber ja, das wird hier ständig gemacht, also einmal in der Woche meistens. Wir haben immer eine liebe Kollegin zur Hand, die uns hier behilflich ist beim Ausschank. Hier können die Kunden sich beraten lassen und vor allen Dingen auch probieren, um sich selbst ein Urteil zu binden.
Wie stark wird das denn benutzt, das Probieren? Also es wird sehr, sehr gut angenommen. Also die Kunden sind sehr froh hier und ja, es macht richtig Spaß. Die sind natürlich umso fröhlicher, wenn sie wieder gehen. Aber es sind auch viele, die probieren und kaufen auch, oder? Genau, ja. Das ja. heißt, es geht ja darum, den Wein mal zu testen. Und das ist jetzt ein fester Bestandteil hier? Ja. Okay, ja. Also ich bin vollkommen baff. Das heißt, ich muss nicht auf irgendwelche Weinwochen und Zelte warten. Ich kann hier praktisch jederzeit probieren. Ganz genau. Okay. Die Weine, auch vor allen Dingen, die in der Werbung sind, sind immer zu verkosten. Oliver, ist das so? Ja, natürlich. Also auf jeden Fall. Schau mal, wir haben hier, wenn wir gerade mal hier hochschauen, wir stehen gerade vor dem Wein des Monats. Der ist also wirklich zu jeder Zeit auch hier bei uns in der Weinprobe erhältlich. Und ich prüfe das mal gerade. Ja, das ist jetzt der Stemmari. Ja, jetzt gehen wir mal gerade. Genau. Frau Maas, wo ist der Stemmari? Hier haben wir. Ist das richtig ausgesprochen, Stemmari? Jawohl, ist ja richtig ausgesprochen. Genau, das ist der Passiata von Stemmari. Das ist ein Cuvée. Was ist das? Ein Cuvée. Ein Cuvée ist was? Also ist ein Verschnitt, ein Traubenverschnitt. Okay. Ja. Schmeckt gut? Sehr gut. Möchten Sie probieren? Ich habe doch beide Hände voll. Ich würde es sofort machen, aber ich muss ja noch arbeiten. Das ist jetzt ein Angebotspreis, das heißt jetzt von 6,99 auf 4,44 und ich kann ihn probieren. Das heißt, wenn das mein Lieblingswein ist, Sie wissen auch, wo die stehen immer? Natürlich. Okay, das heißt, Sie können auch sagen. Helfen, ja. Okay, klasse. Mhm. Ja. Was sind denn so viele Fragen, die gestellt werden? Gut, also erstens gehen wir wahrscheinlich mal auf die Kunden dann zu, wenn sie da stehen, wenn sie nicht genau wissen, was sie wollen. Und ja, das sind dann halt eben, wenn ein Kunde französischen oder einen italienischen Wein möchte, halt eben, ob er lieber was Trockenes, was Halbtrockenes oder Liebliches möchte. Ja, so gehen wir an die Kunden ran dann hier und bieten denen diese Weine so, wie sie gern hätten. Genau, Sie machen das ja professionell und auch schon ewig, das heißt, Sie sind hier in guten Händen. So, hier ist er nochmal. Wir gehen jetzt mal zu einer ganz tollen Maschine, die haben wir eben kennengelernt. Ja, das ist ein neu entwickeltes Gerät, was sogar, wenn hier mal ein bisschen mehr los ist, ihr seid ja hier zu viert mittlerweile, dann euch ein bisschen hilft. Ja, genau. Ein kleiner Rechner, der hat jeden Wein hier sogar mit der Stelle, wo er steht, einprogrammiert. Genau. Richtig? Die ganze Abteilung. Die ganze Abteilung. Das ist der Henri. Der Henri. Oder der Henry. Genau. So, jetzt mache ich mal ganz kurz das Licht aus, dann sieht man es etwas besser. So. Das ist jetzt ein Rechner. Oliver, was ist das? Ja, schau mal, hier haben wir den Henri und der, du siehst hier eine große Möglichkeit, was man auswählen kann. Das heißt also, ich kann jetzt bestimmen, möchte ich einen Wein zum Essen, möchte ich ihn für bestimmte Momente, möchte ich zum Beispiel auch spezielle Gerichte mir dazu einen Wein aussuchen oder möchte ich mir ein Detail raussuchen und einen speziellen Wein suchen oder einfach auf ein Angebot gehen. Wir schauen jetzt einfach mal, wir suchen was zum Essen. Ich habe heute Abend ein schönes Essen und da suche ich was. Zu welchem Essen soll der Wein passen? Der sagt auch noch eine Kleinigkeit mit dazu. Ja, man muss immer genau hinhören, er spricht es in leicht Französisch aus. Na, und jetzt schauen wir mal, jetzt suche ich was zu einem Fisch heute Abend. So, da gehen wir mal drauf. Und dann ist jetzt immer die Frage, ist das jetzt gebraten, gegrillt? Wir sagen jetzt mal, das Thema ist gegrillt, der Fisch. Okay. Gehen wir mal drauf. Und möchte ich jetzt einen Fisch, genau, soll da jetzt rot, weiß oder rosé oder sogar einfach ein Sekt dazu sein, ein Schaumwein. Wir gehen mal zum Fisch auf den weißen Wein. Okay. So, dann drücken wir mal drauf. Und jetzt kommt so eine Besonderheit, das ist so eine Bauchsache. Mit ne? Geschmack ist wie mit die Kunst. Genau. Welches Bild gefällt Ihnen besser? Genau, da geht es jetzt einfach nur darum, was gefällt mir denn jetzt persönlich an Bild besser. Ne? Ist es so ein bisschen das linke oder ist es das rechte? Das ist bei jedem anders und das soll er einfach nach dem Bauchgefühl entscheiden. Wir entscheiden uns jetzt einfach mal für das rechte Bild. Und das ist ein System, funktioniert, das Produktivsystem, also täglich im Einsatz? Das ist täglich im Einsatz, genau. So, und jetzt schaut er schaut jetzt eine Flasche. So, und da hat er jetzt erstmal drei Vorschläge für uns. So, und unterschiedliche Preisklassen auch. Hier Preisklasse 4,99 beispielsweise, auch ein etwas mittelpreisigeres Segment oder ein hochpreisiges Segment. Hier beispielsweise im Hochpreissegment im Bassermann Jordan hier aus Deutschland, aus der Pfalz. Und hier schauen wir mal einfach mal rein. Wir gehen einfach mal hier auf den Wein für 4,99 und dann zeigt er auch, wo er steht. Das sieht man hier, das ist jetzt hier zwei Regale weiter, direkt hinter uns und da steht der Wein. Und dann kann man auch, vor allem wenn man gerade zu starken Zeiten, gerade niemand greifbar ist, auch schnell den Wein finden, den man sich hier gerade ausgesucht hat. Okay, prima. So, die Kollegen, die sind schon wieder voll im Medias Res, ja, wie ich das gehört. Das heißt, wir gehen am besten mal ganz kurz, um das zu prüfen, Lindemann Spin 65 Chardonnay. Wir gehen mal kurz dahin. Ja, wir gucken mal gerade. Genau. Schauen wir mal nach, ob wir ihn finden. So, da ist es. Ja, die Kollegin geht vor. Ja, wir können auch so
Da ist sie, genau. So, ich eile mal ganz kurz. Also bei 500 Quadratmetern muss man es ja nachsehen, ja. Es ist ja schier unglaublich, die Auswahl hier. So, hier haben wir Lindemann. Habe ich schon mal einen gefunden, das ist aber nicht. Nee, das ist er nicht. Doch, hier. Ja, Chardonnay, genau. Ah, ich bin so schnell. Schau mal hier, da haben wir einen. Ne? Okay, das war auch exakt die Stelle, die auch angegeben war. Mhm. Das ist so. Das ist noch relativ neu, das System, oder? Nein, das haben wir schon mehrere Jahre. Echt? Ja, habt ihr mehrere Jahre? Ich habe das nicht gewusst. Ich bin jahrelang Kunde bei euch. Also der ist ja unglaublich. Wir fangen nette Kunden immer vorher ab. Okay. Das heißt, ihr sagt ja immer, es geht ja nur darum, ich bin jetzt hier an einem Samstag und ich meine, jedes Kind weiß, Samstag ist hier wirklich viel los. Ja. Es könnte passieren, da hinten steht er, frag Henri. Da hinten ist er. Das heißt, einfach eintippen. Wenn ich mal vollkommen unsicher bin, so lerne ich auch mal neue Weine kennen, oder? Das auf jeden Fall. Und nicht nur der Kunde, sogar auch wir. Okay. Wir sind so auch so ein bisschen, man hat so seinen Dreh drauf. Und da kommt man immer wieder mal auf neue Ideen und probiert es auch aus. So, jetzt habe ich noch eine kleine Abschlussfrage. Ja, wir machen ja heute ein bisschen kurz und knapp, ja. Dein Lieblingswein, Rita? Mein Lieblingswein, den findest du gleich hier. Ja, super. Das wäre der hier, das ist ein Primitivo von der Firma Tator. Ein ganz vollmundiger, wunderbarer, fruchtbetonter Wein, läuft wie Samt die Kehle runter. Genau, dreh mal kurz um, bitte. Ja. Da ist er jetzt. Und jetzt gucken wir uns das mal das Etikett mal an. Das ist er. Und da ist er auch, der feine, Restsüße. Passt zu Rind, Hühnchen und Fisch. So, das ist ein toller Wein. Genau, ich komme nämlich deswegen, weil Oliver, ihr habt nämlich alle persönliche Empfehlungen von den Mitarbeitern, richtig? Ja, sicher. Genau. Jeder Mitarbeiter hat auch mal die Möglichkeit, seine Empfehlung, da waren wir gerade eben in der Nähe genau. Vom Wein des Monats, steht auch die persönliche Empfehlung des Mitarbeiters mit dazu und da gibt es immer wieder was Neues. Genau, deine persönliche Empfehlung, Aziz? Meine Empfehlung zeige ich mir gerade. Okay. Sind wir nämlich auch nicht weit weg. Das ist der Doppio Passo. Der Doppio Passo? Genau. Kostet 8,99, genau. Ist jetzt ein Euro günstiger, sehe ich gerade. Ist das Geld auf alle Fälle wert. Und, eine schöne Fassnote, schön fruchtig, trotzdem und trocken. Und die Flasche sieht natürlich auch gut aus, ja. Sehr edel. Das heißt, es gab ja früher so der Trick, dass die Leute gesagt haben, wenn ja unten die Kerbe in der Weinflasche drin ist, muss er gut sein. Das ist wahrscheinlich nicht das Ausschlaggebende. Kann man nicht mehr zählen. Nee, das war Spaß. Ich wollte das nur sagen. Super. Also, ihr seid hier in Saint-Louis. Genau, ihr seid tagtäglich da, um den Leuten die tollsten Weine zu zeigen. Das ist der Aziz Chifchi, genau. Genau. Und dann haben wir die liebe Rita Welch. Hallo Rita. Die, du liebst deinen Job, nehme ich an? Ja, genau. Mit Leib und Seele. Prima. Ja. Und hier ist der Oliver. Ich bin richtig stolz auf eure, die ist klasse, die Abteilung. Muss ich wirklich mal sagen. Richtig, also mit 1500 verschiedenen Sorten Weinen. Ich glaube, da muss man lange suchen, bis man sowas findet, oder? Genau, richtig. Deshalb haben wir es auch gemacht. Wir haben das auch vor einiger Zeit auch übersichtlicher hier gestaltet. Wir hatten vorher etwas höhere Regale. Wir hatten auch die Ware noch auf den Regalen früher drauf gehabt. Und jetzt ist es sehr übersichtlich gestaltet. Du hast jetzt gerade eben auch schon mal gezeigt, wie man sich hier orientieren kann auf dem Video. Und ich glaube, das macht Spaß. Wir haben tolle Mitarbeiter hier. Wir haben auch eine tolle Weinberatung, wenn mal gerade keiner greifbar ist. Also ich denke mal rundherum, wir haben tolle Weinempfehlungen. Rundherum ist für jeden was dabei. Und wir haben ja nicht nur Wein. Und du hast jetzt gerade eben gefragt nach einem speziellen Wein oder einem Lieblingswein. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal noch ganz schnell zum Abschluss in diese Richtung. Denn eins ist ja auch ganz klar, was im Moment auch in ist, das ist das Thema Rum. Ja, okay. Wir haben unwahrscheinlich viele Sorten Rum. Wenn du gerade mal so den Schwenk da hoch machst zum Schild. Und ja, wenn man sieht, hier fängt das an und wir haben unwahrscheinlich viele Rumsorten hier im Sortiment. Und es lohnt sich einfach mal ein kleines Rum-Tasting zu machen, auch für zu Hause, sich mal den ein oder anderen Rum mal neu anzuschaffen. Ich glaube, viele trauen sich da nicht ran, aber das sollte man mal tun, habe ich vor kurzem auch erst gemacht. Und da schmeckt man schon viele Unterschiede. Ja, und das ist so meine persönliche Empfehlung, einfach das mal auszuprobieren. Und ich glaube, da kann man den einen oder anderen das eine oder andere Geschmackserlebnis auch nochmal mitnehmen. Ja, und ich würde sagen, dadurch, dass wir heute kurz und knapp und knackig das Ganze machen wollen, geht es jetzt auch schon zu unserem Gewinnspiel. Denn wir haben ja vereinbart, wir wollen was machen heute. Wir wollen ja alle wieder teilhaben lassen an unserem Gewinnspiel. Und ich habe mir überlegt, bevor wir heute ein Weinpaket oder sonstiges zusammenschnüren, machen wir es eigentlich ganz einfach. Die nächste Sommerparty kommt mit Sicherheit, die kommt ganz bestimmt auch bei euch.
Und ihr könnt gewinnen 10 × 25 € einen Warengutschein. Und dann könnt ihr euch in Echt? Der Wein... 10 × 25? 10 × 25 € einen Warengutschein. Und dann könnt ihr euch bedienen hier in der Abteilung. Ob das Weine sind, ob das Spirituosen ist, spielt keine Rolle. Macht das, was eure Freunde glücklich macht oder euch selber. Und das könnt ihr bei uns gewinnen. Genau, super, sagt Oliver Kraus. Und vielleicht für mich noch das Abschlusswort. Ja, ihr habt Weine natürlich auch aus Luxemburg. Ihr habt auch die von der Mosel, eine besonders große Auswahl. Genau. Und ihr habt natürlich unglaublich viele französische Weine, richtig? Auch das, auf jeden Fall, genau. 10 × 25 €, ihr wisst, wie es geht. Geht in Facebook rein und sucht dieses Video, drunter kommentieren. Alle Angaben sind direkt im Video drin, sagt Oliver Kraus. Vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank, liebe Rita. Lieber Sven, danke. Lieber Aziz, danke für eure, dass wir mal in diese tolle Abteilung gucken durften. Dankeschön. Danke dir.